Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute Morgen müssen wir als erstes zur Tankstelle rollen. Der Flugplatz Gap ist einer der ganz wenigen in Südfrankreich, der Mogas anbietet. Aus diesem Grund ist es immer eine gute Idee, hier einen Stopp einzulegen. Vor allem aber ist Gap ein prima Sprungbrett für die Seealpen und den maritimen Süden und Südwesten Frankreichs. Wir fliegen heute nach Carcassonne, jene Stadt in der südfranzösischen Region Okzitanien, die durch ihre mittelalterliche Festung La Cité berühmt geworden ist. Zahlreiche Wachtürme, Doppelmauern und jede Menge südfranzösischer Flair warten auf uns. Gap Radio, good day, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Mike Echo, Mike Zulu, pass your message. Delta Mike Echo, Mike Zulu, formation with Delta Mike Golf, Tango Zulu, position at the fuel station. We are going now to Carcassonne, Lima, Foxtrot, Mike Kilo with flight plan, one flight plan for both aircraft. Request taxi to runway 20. Mike Zulu, taxiing at your discretion, report holding point alpha ready. Gecko Mike Zulu, Roger, will report holding point 20. Would you please account to open our flight plan after takeoff? Okay, I will do so. Thank you, bye. Der Flugplatz Gap ist zwar unkontrolliert, man braucht also keine Freigaben für Rollen, Start oder Landung, aber aufgrund der sehr hohen Flugzeugdichte kommt es immer wieder vor, dass man nicht einfach rollen kann, wie man will und wann man will. Gerade die Tankstelle ist ein echtes Nadelöhr. Vor allem wegen der drei ständig ein- und ausfliegenden Pilatus Porter für die Fallschirmspringer. Hier stehen auch gerade zwei herum. Und auch jede Menge Rundflughelikopter und Rettungshubschrauber, die hier zum Tanken kommen, bevölkern den Platz. Und nicht selten sieht man auch Militärmaschinen, sogar größere. Gecko Mike Zulu Formation, ready for departure, reporting point Alpha Runway 20. Mike Zulu Formation, line up and take off at your discretion, the wind 340 degree, 2 knots. Delta Mike Gecko Mike Zulu, lining up and take off Runway 20. The flight plan is open, 1033, Mike Zulu. Delta Mike Zulu, merci beaucoup, see you next year, bye bye. Have a good flight. Delta Mike Zulu Formation, position Sierra 1, 2800, climbing. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, position Sierra 4200, au revoir. Mike schon hier? Ja, ich bin schon hier. Wunderbar, dann wechseln wir zuerst auf die 12055. Jo, komm mit.
Marseille Information, bonjour and good day, Delta Mike Echo, Mike Zulu. That's France at its best. Ja, ich denke, wir hängen hier zwischen den Bergen rum, da kommt man nichts an. Je vous écoute, noch einmal eine fois. Ah, da ist er aber. Kann auch ein Flieger gewesen sein, ne? Ja, kann auch ein Flieger gewesen sein. Bis zu dem Abdil haben wir Marseille Fis. Vorher 1.20.55. Ja. Bis dahin haben wir Zeit, dort irgendwas zu suchen, ja. Brauchst du eine Freigabe oder was? Genau, ab dann geht das los mit Freigaben. Okay. Aber ich denke, wenn wir gleich hoch genug sind, dann passt das schon. Ja. Hat eine grandiose Aussicht hier. Ja. Was liegt nun vor uns? Ich probiere heute mal etwas Neues aus. Zumindest für Frankreich. Bislang habe ich oft die freigabepflichtigen Lufträume und Beschränkungsgebiete zu vermeiden versucht. Heute ziehen wir aber einfach einen Strich auf die Karte und kündigen ihn auch noch genau so an. Sprich, wir fliegen heute eine innerfranzösische Strecke mit Flugplan. Und zwar aus drei Gründen. Erstens wegen der vielen freigabepflichtigen Lufträume. Zweitens, weil wir heute bewusst nicht tief, sondern relativ hoch fliegen wollen. Und drittens, weil wir gleich auf einem kontrollierten Regional-Airport mit Linienverkehr landen. Ich will heute einfach mal eine Erfahrung mit dieser Vorgehensweise machen. Der Blick auf das Höhenprofil zeigt noch einmal den Dschungel an Lufträumen, den wir jetzt vor uns haben. Wir befinden uns etwa an dieser Stelle hier und kommen gleich am legendären Mont Ventoux vorbei, der sich genau hier befindet. Danach überqueren wir das Rhonetal und verlassen die Provence Richtung Okzitanien. So heißt diese Region seit 2016, nachdem die Franzosen die bisherigen Regionen Languedoc-Roussillon und Midi-Pyrénées zusammengeführt haben. Das hier ist nun die tatsächlich geflogene Route. Wir fliegen in 6500 Fuß und haben fast die gesamte Zeit einen tollen Blick auf das nur 30 Kilometer entfernte Mittelmeer. Die Landung ist easy und eines kann ich schon mal vorwegnehmen. Mindestens für den Anflug auf Carcassonne ist der Flugplan schon mal sehr hilfreich. Denn der Tower weiß bereits, dass wir kommen. Man erkennt das an seinem Funkspruch. Marseille Information, good day and bonjour, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Marseille Information, good day. Yes, Delta Mike Echo, Mike Zulu, Formation with Delta Mike Golf Tango Zulu, close behind me. VFR with flight plan already open from Gap, Lima Fox, November Alpha to Carcassonne, Lima Foxtrot, Mike Kilo. Position is nearly 20 miles southwest of Gap in flight level 65 for flight information, please. Yes, radar identified, Mike Zulu, and nothing special on your track to Mike Kilo. I call you back to contact Provence. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger, thank you. Mike Echo Mike Zulu, Marseille Information. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation go. Contact Provence on 132.3. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation will contact Provence information 132.3. Bye bye, thank you. Provence Information, good day and bonjour, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, good day. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation with Delta Mike Golf Tango Zulu. VFR with flight plan from Lima Fox November Alpha to Lima Foxtrot Mike Kilo. The current position is the Mont Ventoux, flight level 63 for flight information, please. Delta Mike Echo Mike Zulu, roger, confirm type of aircraft. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is Foxtrot Delta Charlie Tango, and the type of aircraft of Mike Golf Tango Zulu is Charlie Hotel 60. Both aircraft with two people, POE2. Roger, Mike Zulu, report to leave my frequency. Delta Mike Echo Mike Zulu formation will leave, will report leaving your frequency. Hier
Hier fliegen wir nun am legendären Mont Ventoux vorbei. Warum der legendär ist, habe ich schon mal in einem anderen Video erzählt. Siehe Link hier oben und auch in der Videobeschreibung. Zum Vergleich. Er ist knapp 800 Meter höher als der Brocken und immer noch 400 Meter höher als das höchste deutsche Mittelgebirge, der Feldberg. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, we are facing Delta Airspace now. We would like to contact Orange Approach 118925, is that correct? Remain on my frequency Mike Zulu, Orange, they are not awakened yet. Mike Zulu, thank you, Roger. Das ist das erste Mal, dass ich die Provence aus dieser Höhe sehe. Ja, cool, ne? Ja. Und die Pyrenäen auch wahrscheinlich. Die Pyrenäen auch, ja. Bis hier unten waren wir noch nicht. Ob man hier die Kräuter der Provence riechen kann, hier oben. Ja, genau. Und die Pferde, die Wildpferde der Camargue. Wo ist denn die eigentlich? Da vorne. Ach, okay. 160. Mike Zulu, call me back on 130.855. Delta Mike Echo Mike Zulu, Formation, we'll call you on 130.855. Delta Mike Echo Mike Zulu, Formation, with you. Thank you. Das ist was Großes. Das ist was Großes, ja, würde ich auch sagen. Das könnte der sein da. Ja, wirklich. Ryanair irgendwas. Ja, genau, der ist hier in, keine Ahnung, in Bolsa. Béziers, genau, Béziers heißt die Stadt. Mein Victor Tango, Kontakt Marseille, 128850, bye bye. 128850, Ryanair at 96 Decibel. War ja wirklich erstaunlich einfach. Ich hatte etwas mehr Funkarbeit erwartet. Ja, wenn die uns hier einfach aber, überall durchschicken. Ja, aber Samstag ist nichts los. Ja, cool. Ja. Militär macht gerade genau. Wochenende. Militär macht Wochenende, alle anderen fliegen höher. Die genau. Ganz kleinen fliegen unten. Also. Und die 1000 Restriktionen sind wahrscheinlich alle militärbezogen. Ja. Letzter Waypoint hier. Ah, cool. Der Lapro. Da haben wir noch 25 Minuten. Genau. Brasilia, end of training and request vector for an ILS Zulu approach runway 30 right. Fox Golf India, fly heading 160. 160, Fox Golf India. Yeah, fly heading 200. Fly heading 200, Foxtrot, yes. Mike Echo, Mike Zulu, you're leaving control Montpellier airspace. Scope 7000 and leave frequency, bye-bye. Delta Mike Echo, Mike Zulu, formation, thank you very much. Walk VFR and leaving your frequency, bye-bye. Mike, ich würde nochmal Toulouse Approach rufen. Der überdeckt nämlich den gesamten Anflugsektor. 120355. 120355. Descent 4000 feet, QNH 1025.
Zulu Approach, good day, Delta Mike Echo, Mike Zulu. Delta Mike Echo, Mike Zulu, good day. Yes, good day, Delta Mike Echo, Mike Zulu, formation with Delta Mike Golf Tango Zulu close behind me. VFR with flight plan from GAP, Lima Fox November Alpha to Carcassonne, Lima Fox Mike Kilo. Position is 20 miles northeast of Carcassonne for flight information. Delta Mike Zulu, Roger, squawk 7040 and QNH 1025. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, QNH 1025 and squawk 7040. Oxford Golf Tango Lima Sierra, bonjour. Information India, flight level 170, descending 150 for lower. Lima Sierra, bonjour. Descent level 120, expect LS 32 left. 20, expecting 32 left, Lima Sierra. Boost Delta Mike Echo Mike Zulu formation, top of descent right now. Delta Mike Zulu, you may descend QNH 1025. We'll descend and QNH 1025. Delta Mike Zulu, contact Carcassonne Tower 134.5. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, roger, we'll contact Tower Carcassonne 134.5. Climb initially 5000 feet QNH 1025. Squawk 2314. Thank you very much. We will proceed out with the Gallo 3 Whiskey departure. Stop, climb 5,000 feet, squawk 2314, QNH 1025 Ryanair. 0 November Romeo, merci. Carcassonne Tower, good day and bonjour. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Carcassonne, bonjour. Squawk 1260 and report November Charlie. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, squawk 1260 coming and next report November Charlie. 90 November Romeo via Charlie, backtrack, line up and wait, runway 27. Charlie, backtrack and line up and wait, runway 27, Ryanair 90 November Romeo. Well, Ryanair 90 November Romeo, departure. 90 November Romeo, runway 27, clear for takeoff, wind 280 degrees, 13 knots. For takeoff, runway 27, runway 90 November Romeo. 90 November Romeo, identified, contact Toulouse approach, 123.850, bye-bye. 385, Ryanair 90 November Romeo, bye-bye, thank you. Mike Zulu formation, join right and base, runway 27, number 1, report final. Delta Mike Echo Mike Zulu, we'll enter right hand base 27, number 1. Delta Mike Echo Mike Zulu, turning right base 27. Mike Zulu, number 1, report final. Delta Mike Echo Mike Zulu, next report final. Delta Mike Zulu, I see you now. Runway 27, clear to land. Wind 280 degrees, 10 knots. Delta Mike Echo Mike Zulu, runway 27, clear to land. Mike Zulu, continue on the runway, vacate third left via Bravo. Delta Mike Echo Mike Zulu will continue and leaving via Bravo. Tango Zulu, clear to land, wind 270 degrees, 9 knots. Delta Mike Echo, Tango Zulu, clear to land, 27. Mike Zulu, follow the traffic via Bravo to the GA. We'll follow via Bravo to the GA.
Nun sind wir in Carcassonne. Das war ein ebenso angenehmer wie interessanter Flug. Sowohl landschaftlich als auch wegen der durch die Höhe fehlenden Thermik. Ich bin sehr positiv überrascht, wie reibungslos alles funktioniert hat und wie wenig Funkarbeit notwendig war. Okay, am Wochenende ist das Militär nicht unterwegs, das macht vieles einfacher, aber im ersten Ansatz hat das Vorhaben, hoch und mit Flugplan zu fliegen, sehr gut funktioniert. Wir werden das bei den nächsten Flügen genauso machen. Wir besorgen uns ein Taxi, checken im Hotel ein und machen uns danach auf den Weg, die fantastische Altstadt von Carcassonne zu besuchen. Gekrönt wird der Tag dann mit einem Abendessen in einem der zahlreichen Restaurants. Hier sind noch ein paar Fotos, die belegen sollen, wie außerordentlich lohnenswert ein Ausflug in diese Stadt tatsächlich ist.